Was ist da nur los im Staate Griechenland? Die Negativschlagzeilen reißen nicht ab, nachdem man ja hinter vorgehaltener Hand immer wieder mal von einer möglichen Umschuldung gesprochen hatte, von einer Rückkehr der Drachme, wird das Ganze offensichtlich etwas genauer und konkreter diskutiert, denn jetzt gibt es diese Befürchtungen selbst aus der EU-Kommission, zumindest war das heute in den Zeitungen zu lesen. Sabine Traub, Leiterin Primary Market Group hier an der Börse Stuttgart, wie bewerten Sie die Nachrichtenlage in und um Griechenland, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass offensichtlich ja viel Tafelsilber verkauft werden muss? Ja, Tafelsilber muss mit Sicherheit verkauft werden. Wenn Geld in die Kasse muss, müssen eben Eigentümer oder Eigentum muss dann veräußert werden. Aber erstmal zur positiven Nachricht. Das OECD bescheinigt Griechenland wirklich einen enormen Sparkurs, sogar einen Rekordsparkurs. Also doch teilweise andere Stimmen jetzt vom OECD, wie sie teilweise von EU-Staaten geäußert werden. Aber das Szenario ist im Prinzip aus. Jedes Szenario wird durchgespielt. Es fängt an, die EZB warnt vor einem Schuldenschnitt, Ökonomen fordern einen Schuldenschnitt, andere Lager sprechen wieder von einem Schuldenerlass. Also es ist wirklich jegliches Szenario dabei. Aber man muss natürlich beachten, die EZB warnt zu Recht vor einem Schuldenschnitt. Dadurch, dass eben griechische Bonds nach wie vor als Sicherheit bei der EZB hinterlegt werden können von den Banken. Und wenn es zu einem Schuldenschnitt käme, hätte das sicherlich für das gesamte europäische Finanzsystem desaströse Folgen. Und natürlich auch für den Privatanleger, der ja auch eifrig in den vergangenen Jahren Griechenland-Anleihen gekauft hat. Was tut er denn aktuell vor dem Hintergrund dieser Nachrichten? Geht er tendenziell eher raus? Ja, also man konnte schon sehen, dass jetzt vor allen Dingen in den letzten Tagen und letzte Woche verstärkt Verkäufer am Markt waren. Die Griechenland-Anleihen kamen ja wieder unter Druck. Nun aufgrund, denke ich, auch mal der OECD-Meldung und dass teilweise auch von Schuldenerlass die Rede ist, können sich die Griechenbonds erholen, allerdings mit wenig Umsätzen. Also es hat wenig Käufer auf dem Plan, wohingegen sich die Umsätze eher auf die portugiesischen und irischen Bonds verlagern. Die sind zwar auch unter Druck, aber da ist doch verstärkt Umsatz. Griechenland ist nicht an allem schuld, an allem Schlechten in der Europäischen Union. Stichwort Flugverkehr, Stichwort Probleme in dieser Woche. Da gab es wieder eine Vulkanaschewolke und man hatte den Eindruck, man war doch wieder sehr nervös, sowohl an den Aktien als auch an den Anleihenmärkten, dann nämlich, wenn es um Airlines ging. Haben Sie das auch beobachten können? Also gerade die Airlines oder vielleicht eine TUI, die wird da ja doch von solchen Meldungen stark betroffen. Es war aber jetzt zu beobachten, dass gerade bei den Anleihen weder TUI noch Lufthansa-Anleihen unter Druck kamen. Also es hatte keine Auswirkungen. Allerdings musste Air Berlin leichte Federn lassen. Das hat sich nun aber doch wieder gegeben. Also sie erholen sich nun wieder. Gerade die 2015er Laufzeit Air Berlin hat so circa 2 Punkte verloren und ist jetzt aber schon wieder unterwegs nach oben. Und auch die neue Air Berlin Anleihe hat leicht verloren, aber nicht viel. Also es hält sich alles noch im Rahmen. Also Griechenland und Vulkanasche, die beherrschenden Themen in dieser Woche am Anleihenmarkt. Das war Sabine Traub. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.